Ey, was habe ich jetzt wieder gepackt? Ah, jetzt. Edin, das ist noch der Prime-Sub vom letzten Mal. Ich wollte gerade die Abo-Box testen. Ein guter Moment um die Abo-Box. Edin ist am Lächeln. Schaut euch Edin an. Ach, Junge, ist das dumm. Will ich hier noch irgendwas? Vielleicht hat Edin mittlerweile Bart. Lieber. Brei, was ein Scheiß. Kann es niemanden verübeln, dass er nicht um 9 Uhr morgens auf Twitch unterwegs sein möchte. Ach, denn ein Versuch ist es wert. Am Sonntag vor allem. Schlafen alle noch um die Uhrzeit, ne? Normale Menschen wahrscheinlich. Ich sitze hier seit 5 Uhr und versuche zu machen. Ja, heißt, ich habe jetzt schon 4,5 Stunden hier gesessen. Nur für Marc, Yannick und Sascha. Aber bei Marc und, also Marc wusste ich nicht zu 100%. Also ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich hatte kein Bild. Yannick habe ich bildgetreu gemacht. Diesen Stream auf jeden Fall auch offline lassen und nicht veröffentlichen. Deswegen lasse ich auch die Copyright-Musik von FC25 einfach laufen. Irgendwie passt das alles schon. Also nur weil ich Edin halt nicht vor mir habe oder so. Solche Lippen werden eigentlich angemessener. Man halt keinen Menschen vor sich hat, sondern einfach nur so.
Heißt, man muss sich zu 100% sicher sein. Ein zurück. Edin kein Bart hat oder Edin rasiert sich. Vielleicht braucht Edin Sommersport. Oh ja, genau so. Einfach Sommersprossen, Alter. Und dann so viele verschiedene. Es gibt Muttermale, es gibt Narben, einfach Scarface. Edin kann einfach zu Scarface werden. Das werden wir auf jeden Fall Gravity antun. Ich glaube, Gravity werden wir dieses Jahr sehr hart zerstören. Unstalten. Edin Torwart. Wie er es letztes Mal wollte. Nur seinen Geburtstag haben wir letztes Jahr nicht gehabt und jetzt haben wir den Geburtstag auch nicht. Macht Edin schon fuchsig, dann wird er einfach 19. 2005 geboren. Richtiger Fuchs. Animation habe ich ihm damals gegeben. Was hat Edin noch geschrieben? Was für Daten haben wir noch von Edin bekommen? Oh, die Handschuhe haben, die haben Swag. Die Handschuhe haben... Oh, jetzt habe ich aber... Hände an den Hüften habe ich ihm aber gegeben. So. Edin wird auf jeden Fall wie die Maschine laufen. Nee, Maschine nicht. Ich will irgendwas... Der Wikinger... Ich würde sagen Panzer wirkt mächtig. Wirkt Panzer mächtig? Aha. Ah, Panzer schon, ja, Panzer. 78, so. Einfach zwei kleine Torhüter. Meine Mäntel auf null, weil ich LOL spiele. Genau das. Ja, okay. Can you see me? Die Fresse jetzt. So gut aus. Oh, und ich liebe das. Oh, das Lied ist geil. Das Lied feiere ich jetzt schon. Nur leider werden wir das niemals hören. Danke, Copyright, dass du existierst auf YouTube. Ohne Witz, wie kann Copyright denn so unnötig sein? Ich will einfach nur dieses Spiel spielen und in dem Spiel ist halt diese Musik drin. Warum muss ich die Musik stumm schalten, damit ich es auf YouTube hochladen kann? Was Dümmeres kann ich mir auf dieser Welt echt nicht vorstellen. Ja, du verwendest Werke von Künstlern. Ja, und ich... Ja, und? Ist das nicht was Positives? Wenn andere seine Musik hören von den Typen, der jetzt gerade das Lied gemacht hat? Edin, ich glaube, wird doch hier niemand hier mehr reinkommen, der mich aufhalten kann. Edin, es tut mir leid, aber ich, aber Kleidung kann man sowieso immer ändern. Natürlich Torwarthosen. Und Langarm. Edin ist also der Langarmträger, auch wenn er letztes Jahr nicht Langarm bekommen hat. Edin, sorry, du bekommst jetzt Langarm. Und Arjen Robben. Nein, das ist ekelhaft, das will niemand fragen. So, endlich mal. Ich habe allen eigentlich immer Nike gegeben, wobei, nee. Sascha habe ich Adidas gegeben. Die so aussahen wie die Schuhe, die er letztes Jahr haben wollte. Schwarz und rot. Martin!
Martin, du weißt... Alter, du süße Maus. Martin, du weißt immer noch nicht. Und ich meine, vor einem Jahr wusstest du nicht, wann Edin Geburtstag hat, dann weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht, wann Edin Geburtstag hat. Ey, diese Nikes sehen sexy aus. Die gehen schön mit dem Schwarz überein. Kann ich herausfinden. Echt? Vor einem Jahr konntest du das nicht herausfinden. Also kannst du das jetzt innerhalb von ein paar Minuten herausfinden? Oder müssen wir jetzt hier, weil die Info und das ganze Gesicht, das kann man nicht mehr ändern. Da steht sogar oben jetzt mittlerweile. Steht das da oben schön. Und nein, Hannover 96-2 ist kein Leak. Es ist einfach nur... Ich pack die ganzen Spieler, die ich hier stelle, in freie Spieler. Aber man kann freie Spieler nicht machen. Ich kann einen Spieler nicht in freie Spieler erstellen, was auch mega dumm ist, aber egal. Ich schmeiß alle nach Hannover 96-2, weil das eigentlich, ich es einfach witzig finde, dass Hannover 96-2 im Spiel ist, weil die in die dritte Bundesliga aufgestiegen sind. Aber nein, es ist kein Leak. Der Edin ist eigentlich fertig jetzt. Ich denke mal, Martin ist vielleicht jetzt auf dem Weg, den Geburtstag herauszufinden. Wir werden es nicht erfahren. Martin, ob an dich. Martin, von dir habe ich sowieso genug Bilder. Von dir habe ich Bilder, damit ich dich richtig so fotorealistisch wie möglich in fucking FC 25 reinpacken. Oh, geil, geil. Einfach nur geil. Was vergeht? Aus der Hose. Lange Ärmel, lange Hose, weil niemand Torwarthosen trägt, außer unsere Torhüter. Putzen sind egal. Geht nicht. Okay. So, Handschuhe, ja klar. Nicht EA Sports Handschuhe, sondern Original. Die Handschuhe habe ich Yannick gegeben. Kriegt Edin irgendwelche anderen Nikes. Nike hat nicht so viele Torwart-Handschuhe tatsächlich. Ich glaube, Edin gönne ich die gelben. Die sehen sexy aus. Sexy gelbe Nikes. Gelbe Nike-Handschuhe. Ja, das hat ein bisschen Style. Bei Edin versteht das. Edin hat halt nichts reingeschrieben, so gefühlt. Aber Martin hat alles brav gemacht. Sogar mit Geburtstag. Und Name Marty Mac. Das wird gleich geil. Okay. Ich glaube, Martin. Schade. Okay, Martin, schade. Sein Insta abgecheckt, oder was? Alle Socials abgecheckt. Kein Geburtstag. F. F. Discord war ich sogar in jedem Birthday-Chat. What the fuck? Edin macht ein großes Geheimnis zu seinem Geburtstag, ey. Was soll das, Edin? Und dreist von Edin irgendwie. Okay, dann beenden wir das. Und Martin, ich glaube, dann machen wir dich, oder? So, wenn du jetzt schon hier bist. Weil ich eigentlich bei dir gar keine Hilfe brauche, weil ich ja
jetzt genug Bilder habe, um die Wahrheit zu machen. Edin hat bestimmt am 7. Mai. Ja. Okay, er hat am 7. Mai auf jeden Fall. Trage ich jetzt auch in meinen Kalender ein und werde Edin auch immer Dingens Zeit sagen. Aber in welchem Jahr werden wir nicht wissen. Oder Martin, weißt du, wie alt Edin ist? Weißt du, wie alt Edin ist? Das ist es. Das ist eigentlich auch das Wichtige daran. Also der Geburtstag ist ja eigentlich so Latte, den sieht man ja nirgendwo im Spiel, außer halt, wenn wir im Kalender den Tag erreichen, dann wird der Spieler halt ein Jahr älter. Wenn nicht, dann gönne ich ihn einfach das Mindeste. Schöne 19 Jahre. Aber Edin ist nicht mehr 19. Er heißt Edin G7 und hat im Mai seinen Twitter-Account erstellt. Edin G7 und hat im Mai seinen Twitter-Account erstellt. Typisch. Ich erstelle auch immer meinen Twitter-Account, wenn ich Geburtstag habe. Ich lasse ihn einfach 19 sein. Zufrieden. Vor allem, Alter, das war hier so peinlich, wo ich hier über Phil Foden, wo ich nicht wusste, was ein Phil Foden ist, dass es der Phil Foden von Manchester City ist. Ich kannte den einfach nicht. War hier so peinlich. So, was ist denn jetzt los? Wie sieht's aus? Hauptsache wir haben Mark Uth noch. Mark Uth ist sehr wichtig. Peinlich. Torhüter müssen die Hose tragen, das ist ganz links, die vierte. Übrigens auch so ein Banken. Was ist denn jetzt Foden für ein Begriff? Ich bin kein Deutscher, was ist ein Foden? Und in dem Jahr hat Foden alles gefixt. Ist das... Ja! Was? Das Lied. Phil Foden. Wer zum Geier ist jetzt Phil Foden? Muss ich jetzt Phil Foden? Oh nein! Oh, Yannick sieht aber schön aus. Don't let me down. Kannst du mal die Fresse halten? Warte mal, das ist ja True. Wer ist Mensch. Phil Foden? Das ist ja nicht NCS. Wer ist Phil Foden? Cool. Naja. Er kennt Foden nicht. Das ist jetzt echt peinlich im Nachhinein. Ja, ich bestätige jetzt einfach. Edin hat am 7. Mai Geburtstag, jetzt für immer. Und dann noch 2005. Der Jungspund. Okay, Martin. Ach nee, warte, ich muss noch. Habe ich noch irgendwas zum... Nee. Ich habe noch nichts zum Spoilern hier. Deinem Spieler, die ich bis jetzt gestellt habe. Ey, komm, 7. Mai war gut geschlussfolgert. Es war gut geschlussfolgert. Edin ist jetzt ein freier Spieler. Damit das schon mal gut ist. Er ist natürlich ein freier Spieler, damit noch nicht geleakt wird. Was für ein Verein es sein wird. So, Martin. Martin, du süße Maus. Welches Bild werde ich benutzen? Es wird bestimmt... Nein! Elversberg.
So, André und ich haben unsere Stats auf Discord gepostet. Ja, das habt ihr. Ihr seid ja auch gut. Junge Martin, dass du einen guten Charakter habt, safe da sein. Das Bild nehme ich denn hier von Martin. Da wo es wenig Licht gibt. Gamescom ist überall Licht. Ja, ich nehme mal das hier. Okay, okay. Martin. Du bist bereit, Martin. Okay. Hey, Martin hat ein Foto geschickt. Was? Guck mal WhatsApp. André, Daniel und ich. Oha. Die Gang. Oha, den Muttermal von Daniel kann ich machen. Vielleicht. Wenn es da ein Muttermal gibt hier in FIFA. An der Stelle. Okay. Okay. Okay, jetzt machen wir uns mal hier ganz gemütlich ans Werk. Der entspricht. Wird wahrscheinlich wieder der ganz links werden, weil alle aussehen wie Arsch.
als einziger. Bruh. Alter. Deutsche. Oh, Yannick hat geschrieben. Ich habe Yannick ein Bild geschickt. Yannick hat geschrieben, ja, das passt schon. Ausrufezeichen. Okay, Yannick ist irgendwie sauer. Okay. Sorry, Yannick. Sorry. Okay. Mich ransetzen hier an den Speck. Fuck. So, jetzt muss ich wieder auf Discord gehen. Ja, Martin ist 1,90. Bro. 90 stimmt doch gar nicht. Du warst doch größer als ich, Martin. Wen willst du eigentlich hier natzen? Ich bin 1,94. Du bist 1,95, Martin. Safe call. Safe. Ball. Gewicht 70 Kilo. Einigen wir uns auf 8. Martin, irgendwelche Einwände? Bleib bei 80 Kilo, sonst 70 ist zu wenig. Daniel Botwinko. Guten Morgen, Daniel Botwinko. Wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's super, Daniel Botwinko. Aber dir geht's auch super. Bin fett, was für 70 Kilo. Nicht mal im Traum 70. Das habe ich dich im Real Life gesehen, Martin. Also deine 70 Kilo, die kannst du nicht mehr verstecken. Jetzt ist es vorbei. 70 Kilo, da hat Martin von deinem Traumkörper gerade geträumt. Als du das in Discord reingeschrieben hast, glaube ich. Oder du hast zugenommen, Martin. In einem Jahr. Kann ja auch sein. Hallo? So. Natürlich ist er ein rechter Mittelfeldspieler, der rechts und Mittelfeld ist. Das ist falsch, das ist die falsche Bezeichnung. Das ist nicht Left Wing. Man kann hier keinen Left Wing reinstellen, das ist dumm. Starker Fuß rechts auf jeden Fall. Das ist geil. Und wir haben noch nicht mal beim. Wir sind noch nicht mal beim Gesicht. Ich war mal dünner. Das kenne ich. Ich auch. Martin, jetzt kommen wir zu einer wichtigen Neuerung. Die Karriere letztes Jahr ist ja geplatzt. Und dann hieß es ja, gibt 2,80er-Werte. 2,80er-Werte und ein 90er-Wert. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, noch mehr auszurasten. Und zwar, ich will 3,80er-Werte und 2,90er-Werte an jeden verteilen. Und das habe ich jetzt schon mittlerweile verteilt. Deswegen müssen wir uns gleich sehr hart unterhalten, was für 3,80er-Werte, beziehungsweise du hast ja da Werte reingeschrieben, weil also wir werden ja sowieso bei Sprint und sowas machen und Flanken wahrscheinlich auch, weil Martens Flanken sind die besten Flanken, habe ich gehört. Let's go otra vez. Weiei, meine Flanken gehen higher als die NASA. Oh, Junge, Martens Flanken. Junge, die machen den Bogen. Die machen so einen Bananenbogen. Das kann noch nicht mal Roberto Carlos. Oder konnte. Martin hat Efe 99. Ganz klar. Das ist sogar, jetzt kennen wir uns in Real Life und du kannst das besser einschätzen. Was kann ich besser einschätzen, wie du aussiehst? Yannick auch noch gesehen? Yannick habe ich noch am Ende. Ich wollte, bevor ich von der Gamescom abhaue, wollte ich noch Yannick einmal sehen.
Bin dann mit Vect noch unterwegs gewesen und Vect wollte zu Yannick, weil er ist ja mit Yannick zu Gamescom gekommen oder so und dann bin ich mir hat er halt Yannick gesucht und ich bin halt mit ihm gegangen und dann habe ich noch Yannick getroffen, umarmt und kurz geküsst den Hodensack, auf den linken Hoden. Ich muss jetzt weg, aber ich muss dich für FIFA sehen. Alles klar, Martin. Ey, ich muss jetzt weg, aber ich muss dich für FIFA sehen. Alles wird gut, Martin. Ich habe jetzt alle Daten. Aber du hast ja eh alle Daten schon reingeschrieben. Aber warte mal. So. Nein, das warst du damals. Ach so. Oh Gott. Lost LP mal wieder. Ich muss jetzt weg, aber ich muss dich für FIFA sehen. Genau das ist es. So. Was hat hier Martin gehabt? Dribbling 90. Immer noch damit einverstanden, Dribbling 90, Abschluss 80, 80 Sprint. Also Abschluss 80 kann man nichts gegen sagen, ist eine gute Sache auf jeden Fall. 90 Dribbling. Und wenn wir 80 Sprint machen, haben wir trotzdem noch einen 80er Wert und einen 90er Wert zum Vergeben. Also krank wäre schon so 90 Flanken. Die Flanken wären immer on point, so. Also, ich habe Dribbling 90 gemacht, damit ich auf Außenriss gehe, maybe. Ach ja, das stimmt sowieso nicht. Erstellte Spieler kriegen keinen Außenriss-Playstyle. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, den Außenriss-Playstyle zu bekommen. Also ich glaube, den Außenriss-Playstyle gibt es auch, weil, Dingens. In der Karriere ist es so, man trainiert vorher, vor jedem Spiel trainiert man und wenn man das Training schafft, kriegen dann die Spieler irgendwelche gewissen Playstyles. Für das Spiel aber nur. Also muss ich immer mit Martin, mit dir ein Training machen für Außenriss, für Trivella. 80 Abschluss hast du schon, Martin. So, ja, ein 90er Wert, ein 90 Flanke. Du könntest auch einen 80er Wert machen. Vielleicht Freistoßpräzision auf 80. Damit, also, ich würde dich dann die Ecken machen lassen auch wahrscheinlich. Obwohl, du bist ja groß. Du bist groß. Ich lasse dich nicht die Ecken machen. Du bist groß. Dann vielleicht Kopfballpräzision. Ich lass dich nicht die Ecken machen, weil du groß bist. Das wäre ja lost. Du musst ja den Kleinen. 90 Flanke und keine Ecke. Ja, okay, das ist auch lost. Aber du bist auch groß. Du bist auch gut im Kopfballduell halt. Ja, okay, dann. Ja, dann mache ich doch Freischusspräzision. Dann lasse ich dich doch die Ecken machen. Dann haben wir halt das einen großen nicht. Haben wir 80, 90, 80, 80 Abschluss, passt, 90 Flanken, 90 Dribbling. 90 Dribbling ist ja aber überflüssig, außer du willst 90 Dribbling doch bekommen. Ein 90er Wert vielleicht noch, oder soll es bei Dribbling bleiben? Hä? Dribbling, ja. Okay. Okay. Okay, Martin will dribbeln. Wird sich bestimmt nett spielen. 80 Sprint ist stabil. Aber die Flanken werden wild. Die Flanken werden böse. 80, 90, 90, 80. Und Sprint ist der dritte, okay. Okay.
So, dann müssen wir jetzt ans Eingemachte. Ja. Was meinte ich, wenn man nah ranzoomt, sieht man hier auf einmal, dass der Typ so Falten hat und man denkt sich so, what the fuck ist los mit dir? Mal schauen, ob ich hier so eine Bumsbirne finde. Egal, ob er eine Hautfarbe der jetzt hat. Wir sind ja nicht racist. Kann man hier einstellen. Es geht mir nur um die Kopfform. Vielleicht Augenabstand und sowas. Asiate ist gut. Ey, genau so einen Kopf hast du, Martin. Der Typ ist die Freudendame, wenn du nach einem Hangover aufwachst. Ja. Ey, Martin, genau so einen Kopf hast du, ohne. Natürlich sind die Lippen und alles kacke, aber das kriegen wir hin. Aber die Kopfform ist es. Oh. Das ist schon weiß, ne? Du bist schon so vampirweiß. Alter, ich muss diese Lippen kleiner machen. Was sind diese Lippen? Verdammte Scheiße. Eher braun-weiß. Was für braun-weiß. Wenn ich das sehe, wie weiß du hier bist. Martin, du wärst bestimmt gerne braun oder du warst im Solarium oder so. Wenn ich mir hier deine Insta-Bilder angucke. Du Vampir. Nicht mal ansatzweise gebräunt. Den. Ich hab den Sefi-Hautton. Auf dem einen. Der Sefi-Hautton. Dann brauche ich so einen flachen Mund. Mund, den du halt hast. Der so eine Wölbung. Den wohl gibt. Dieses Menschen halt so haben. So. Oberlippenwölbung. Oberlippenwölbung. Ah ja, sowas. Genau, das ist die Wölbung. Er hat diese Oberlippenwelle. Und der ist noch. Ja. Die Nase ist auch ein Zinken. Das muss gefixt werden, ja. Ging nur um die Kopfform, genauso wie die Frise. Bild, dein Mund ist wirklich hoch. Fleisch. Ich bin so ein richtiger Porträtzeichner hier. Fleisch nach oben? Ja, 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 du lächelst so. Du lächelst ohne zu lächeln so. Lippen sind. Nee, die sind eigentlich schon eher gerade. Jetzt sieht der Bree schon sehr sympathisch aus. Aber wir werden daraus einen Martin zaubern, vertrau. So hoch ist mein Mund auch nicht. Dem Bild, was du geschickt hast, für meinen Geschmack schon. I wonder are our lives
Fleisch. Knochen. Was sind das für Begriffe? Dann mache ich jetzt so detailliert den Mund, während die Nase noch aussieht wie ein dicker Bolzen, wie so eine Granate. So, Nase. Stabile halt. Oh, oh. Warte, nee. Ah, nee, warte, wieso sieht die von der Seite aus so klein? Ach, von vorne ist es... Warte, Martin, was hast du überhaupt für eine Augenfarbe? Das hast du selbst geschrieben. Blau-grau mäßig. Augen. Das sieht irgendwie mehr grau aus. Dieses hellblau sieht in den Augen. Warte, ich will auch erstmal die Frisur jetzt auch machen. Sieht alles auch wie, es sieht alles aus wie Arsch. Ja, das ist die Frise. Du brauchst auf jeden Fall aber auch so... So ein helles Blond. So grau. Das sieht man an der scheiß Frise jetzt nicht. Jetzt, ja, so irgendwie gib mir mal Haare jetzt. Hellblond oder Diamant? Warte, wo ist der Unterschied? Aber blond sieht man den Unterschied. Aschblond. Das Blonde ist nur gefärbt, die Strähnen. Ja, würdest du dich als Fußballer nicht färben? Die Seiten sind dunkelblond-braun. Irgendwie gibt's hier kein Dunkelblond. Es gibt hier nur so Braun, was mehr mit Orange verschmilzt. Mr. Beast! Schar passt. Kuss geht raus. Danke, Yannick. Vielen Dank, Yannick, für den Sub. Kuss geht raus, ich küsse deinen linken Hoden. Such dir eher braun aus. Das hier mittelbraun? Das sieht fast blond aus. Das ist dunkelblond. Dunkelblond ist einfach mittelbraun gefühlt. Avanara? Ja, der ist okay. Okay, mittelbraun. Okay, Martin, wir brauchen deine Frise. Ich weiß nicht, ob es deine Frise gibt. Es deine Frise aus mehreren Perspektiven begutachten. Oder hast du so viele Fotos? Oben ist es so eine Seite gemacht. Man sieht nirgendwo deine Frise eigentlich. Doch, das Hübi-Bild. Da sieht man deine Seiten und deine Frise. Also die Seiten sind ziemlich kurz und dann die Mitte ist aber trotzdem relativ long. So long wie ein Dong. Der rechte fühlt sich vernachlässigt. Wer ist denn der rechte? Ne, der ist zu viel Haare. Muss so kurz sein, aber trotzdem in der Mitte lang. Ja, das. Das ist es. Oh. Was ist hier hinten passiert?
Zu wenig Haare. Zu kurz. Das Bild auf der Insta-Seite mit Backsteinen. Einfach Henning Matrikani. Muss den Namen jetzt bestimmt nicht googeln, damit ich sagen kann, ja, du hast recht. Das würde ich niemals tun. Ja, auf jeden Fall Henning Matrikani. Oh mein Gott. What the fuck? Frisur 24 ist doch gut. Yo! Ey, ich bin ja jetzt gerade zufällig stehen geblieben. Ey, wir kommen der Sache näher, oder? Oder, Martin? Kommen wir der Sache näher? André, ich find's auch geil, dass ich einfach André machen kann. Maßstabsgetreu. Und deinen Augenbrauen, du hast ja gar keine. Wo sind deine Augenbrauen? Wer hat die geklaut? Sind ziemlich dunkelblond. Du hast so ein OT-Bar. Also ein Blondie-mäßig. Was auf jeden, der Typ hat hier auf jeden Fall zu viel Augenbraue. Wo ist Augenbrauenfarbe? Warte, bei Frisur-Safe. Ja, hier, Augenbrauen und Bart. Sie nicht existent. Mit Braun ist zu, das ist too much. Wenn es blond ist, finden die... Warte, wenn ich Mittelbraun nehme, zu Augenbrauen gehe... Ja, es ist doch alles, es ist viel zu viel Augenbraue. Warum sehen die Augenbrauen alle gleich aus? Hier ist Augen... Ach so. So, hier kann man... Oh. Kann nicht. Hä? Okay. Ich will die Großfriese. Ja, sehe ich herangezoomt. Bögen. Ey, ohne Witz, André hat die Toni Kroos. Hingehen. Ich hab so ein bisschen die Grimaldo-Frise, ja. Ja, das stimmt. Blätter ich eigentlich hier... Mr. Mono. Aktiviert. Einfach Super Saiyajin 3. Nicht tun, ja. Hey. Wenn ich Augenbrauen 3 blond mache, dann aus...
Nee. Martin, ich brauche dich. Martin, wieso weißt du nicht, wie du aussiehst? Wieso weiß ich nicht, wie du aussiehst? Rimaldo und Di Maria, bester Mann, auf jeden Fall. Zu viel Augenbrauen. Ja. Das Bild ist herangezoomt, einfach. Herangezoomt, was? Ich hab dich gecatfished. Nase ist irgendwie noch ass. Ja. Gutes Bild vom Nahen. Guten Kopf. Ja, wo sind denn Augenbrauen? Ey, die sind ja... Die sind da? Oh. Oh. Ja, ich bin fürs Erste zufrieden. Hase. Ah, ich glaube, die ist besser, ja. Nase 9. Arsch. Arsch. Eis. Man die vielleicht ein bisschen breiter macht noch, aber nur so ein Ticken. So. War nur gar nicht bei deinen Augen. Schauen, was Martin zu dieser Nase sagt. Ich würde sagen, diese Nase dick dünner noch. Martin, du musst der Wahrheit ins Auge sehen. Du hast nicht so eine Nase. Ja auch nicht. Dick dünner? Ein Ticken dünner? Einmal dünner. Wäre für einmal nach oben. Wäre einmal breit. Also die Seite irgendwie. Seite irgendwie. Erweiterte Formen. Und eckig. Ich weiß gar nicht, was sich hier ändert. Irgendwie wird nur die Spitze so fleisch. Ändert sich hier am Fleisch. Fettgewebe. Hast du kein Fettgewebe mehr an deiner Nase? Auch schon ein bisschen. Ja, die Nase ist jetzt, glaube ich, perfekt.
Hey, die Nase ist jetzt perfekt, ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich da rumgespielt habe. Jetzt lege ich mich... Ey, das ist die Nase. Jetzt nur noch die Augen. Augen? Oder war das wegen der Sonne? Oder warst du drauf? Hast du sie zu? Ah ne, da ist ein Loch. Gecrackt. Ohren sind ziemlich gerade. Ohren passen eigentlich schon. Ziemlich gerade Ohren. Ja. Wir kommen der Sache näher. Wie die Ohren auch. Mund passt aber irgendwie auch nicht wirklich. Haha, der muss einen Tick weiter runter. Ey, wenn Martin das sagt. Ich glaube, Martin kennt sich wahrscheinlich selbst am besten. Wo drei. Die Lippe ist so hell, yo. Ah, da muss man am Ton was ändern oder so. Immer diese Hautfarbe. Ah ja. Ja, jetzt hat die Lippe. Hier hat die Lippe die richtige Farbe, aber hier hast du irgendwie. Hier siehst du irgendwie vercrackt aus, kann das sein? Hier so rötlich irgendwie, aber die Lippenfarbe passt jetzt. Habe ich Augenringe, hä? Den Ton. Mach mal Ton 7. Ja, Ton 7. War noch gar nicht an den Augen dran. Bei Augen nehme ich das WhatsApp. 7 passen. Ja, die Lippe ist zu hell, ne? Alles Kakao. Sollen diese Augenringe hier? Ne, hier sind die Lippen wieder. Mann, hier ist voll der Lippenunterschied. Lippen weiß, Lippen rosa. Ja, ich habe 3 auch so im Blick. Das ist
echt sexy. Und 3. Ist so intens. Augen. Augen haben schon den perfekten Abstand, würde ich behaupten. 3. Ein Ticken eher zusammen noch. Hier so. Ja, wir kommen der Sache näher. Was ist das? Was? Okay, Auge 9. Sagt Auge 9? Sind das Martens Augen? Augen 17? Ich find die Frisur auch mega. Auge 9 oder 93? 93? Bilder. R9. 93 ist mehr blitzig. Oh mein Gott. Ja. Martin, hast du dich schon mal so detailliert in einem Videospiel gesehen? Holy shit. Das ist quasi mein Zwilling. Das ist wirklich crazy. Alter. Wenn wir schon mal hier Kleidung angehen. Wenn du Mängel hast, kannst du noch gerne bemängeln. Frisur wie Grimaldo. Lol, das ist sogar damals reingeschrieben. Ach, deswegen hast du es, glaube ich, wieder erwähnt. Right Wing bist du, Kurzarm, kurze Hose. Logisch, kurz. Oh, Martin, du bist jetzt hier einer, der sich die Schuhe aussuchen kann. Geh einfach mal von ganz rechts links durch. Falls dir irgendwelche Schuhe in den Sinn kommen. Ah, die sehen ja sexy aus. Ich hätte Martin sind seine Schuhe egal am Ende. Oder er muss Nike tragen. Das sind hier die Fragen. Ich muss immer Nike tragen, weil ich im Real Life keine Nike-Fußballschuhe tragen kann. Weil Nike-Fußballschuhe einfach viel zu eng sind für meine Füße. Die passen einfach überhaupt nicht. Ich kann nur Adidas tragen.
Wie gut kann man jemanden treffen? Der gute Freistoßstil. Machst du den Ronaldo-Freistoß? Ronaldo 11 Meter. Den Spitzen. Elegante. Eingabe. Eingabe. Ah, du legst dich dann so richtig fast aufs Maul. So. Das ist richtig Professional Football. Aldo ist scheiße. Das wollte ich hören. Sonst gebe ich jeden immer Hände auf die Hüften. Ja, Hände an die Hüften ist halt das Normale. Machen wir das. Es gibt so viele stupid Elfmeter-Stile. Ich meine, was zum Geier? Adel, Vorjagd, was, warum? Was ist das? Oh, das war Lewandowski. Wissenschaft, Klavier. Was ist das? Was ist das? Riesentalent. Hände an die Hüften wird sein. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, was soll das? Holländer. Daran jetzt niederländisch. Ja, das verwirrt mich dann am Ende sowieso. Ein Elfmeter schießt. Martin rennt auf jeden Fall wie eine Maschine oder so. Oder schon wie der Wikinger. Panzer. Hat Martin eher die Fäuste beim Laufen? Oder flache Hände? Mein Name ist aus Holland. Also muss es der niederländische Stil sein. Macht der eh kaum Unterschied. Jetzt hast du den niederländischen Stil. General. Pfeil. Pau. Der geile Buckel. Oh ja, der Buckel ist geil. Haben alle immer Eleganz. Ich mach keine Fäuste, flache Hand eher. Also doch Maschine. Maschine! Und da rennt Martin und da kommt so der Ball. Und dann macht Martin den Außenrissschuss. Zack, 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 zack. Alter. Alter, der sieht so gut aus. Der sieht so unfassbar gut aus. Oh mein Gott. Martin, danke, dass du da warst. Ey, kannst von Glück reden, dass du da warst. Holy shit. Ey, was sind FC 25 Mögliches auf der PS5? Natürlich nur auf der PS5. Ich will nicht wissen, wie die Scheiße auf der Switch aussieht. Aber ich bin sehr schlecht zu sprechen auf Switch-Version. Ja? Riese ist mit Abstand die geilste. Alter. Das ist so geil. Ich würde sagen, wir können speichern, oder? Dann können wir nichts mehr üben, nichts mehr ändern. Vom Gesicht her und Info. Werte und so kann man sogar auch noch ändern. Nur Info und Kopf ist weg. Speicher. Ah, Mann. Das ist geil. Frage, ich bin an Deutschland vorbei. Deutschland vorbeigefahren. Rico ist nur Ass. Ach, das Trikot wird dir schon stehen. Glaub mir. Es wird heftig. Es wird. Oh, das ist eine 76er Gesamtstärke. Holy shit. Aber aktuell bist du ohne Verein. Das gehört zur Story. Das gehört zur Lore.
gehört zu dieses Jahr zu Lore. Hannover 96-2, hier gibt es so geile, das Geile ist auch Alemannia Aachen einfach, Alemannia Aachen ist einfach in die dritte Bundesliga aufgestiegen. Das ist so crazy. Dortmund 2 immer noch am Start, Freiburg 2 ist aber abgestiegen. Da haben wir Hannover 2 und Stuttgart 2. Geil. Wiesbaden. Bockt auf jeden Fall. So. Ist 10.37 Uhr. Merke, Emily ist auch schon wach. Könnte noch das Einzige, was ich noch machen könnte, ist zeigen. Das ist Marc. Ich finde, ich habe Marc auch ziemlich gut getroffen. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber Marc ist ein bisschen dunkler, ein dunkler Mann. Yannick, bester Mann. Yannick sieht auch mega aus. Weil ich von Yannick halt der Türke. Der Pornobalken, der muss sein. Eigentlich hat Yannick hier auch ein so halt kinnmäßig. Mein Bart fehlt. Jetzt, wo wir vom Bart reden. Nein. Fick die Henne. Als Fußballer rasierst du dich also. Als Fußballer pflegst du dich doch. Da musst du glatt sein für die Ladies. Wie konnten wir den Bart vergessen? Alter. Das ist so stupid. Aber hier sieht man auf jeden Fall, was man einstellen kann. Man kann Sachen einstellen, die eigentlich niemanden mehr jucken. Aber stimmt, wenn wir schon hier sind, können wir ja die Handschuhe. Jetzt auf einmal... Da war ja vorhin keine Handschuhe. Aber man hatte ja trotzdem die weißen an. Und jetzt ist trotzdem das. Aber das war ja richtig. Schweißband rechts. Hier ausgesehen rechten Seite. Ja. Ja, ja, okay. Junge, auch wenn du glatt rasiert bist, du kannst nicht leugnen, dass das nicht du bist. Holy shit. So trage ich mein Armband im Real Life. Alter. Diese sexy Lottoschuhe. Hauptsache, ey Digga, man kann das Gesicht nicht mehr verändern, aber Hauptsache, man kann jemanden noch schrumpfen lassen. Ich finde den Bug lustig. FC Blau, Weiß Linz. Wenn man die in freie Spieler packt. Okay. Das ist so generell so dumm. Wieso kann man das nicht einfach ändern? Juckt doch niemanden. Naja. EA halt. Wirklich incredible. Marc, Yannick, Sascha. Habe ich einfach drei Schnauze gemacht. Ich weiß nichts von Sascha. Aber ganz trotzdem stabil. Und Sascha trotzdem sehr stabil. So ungefähr. Sascha hat auch Glow-Up bekommen. Genauso wie Edin. Sascha sieht aus wie du. Ja. Genau das haben wir auch hier in dem Dingens. Oh nein, nein, nicht Henning. Wo haben wir Sascha gemacht? Annehmen. Hauptwort, Ding vor.
Bekona. Got plays with the aces sleeve in a pocket and a cracked ID. I did, but I never saw P. Sascha haben wir auch hier gefühlt, so wie ich, okay, wie ich gemacht. Oder passt der Ton? Deine Lieblingsfarbe oder so? Junge. Ich wollte das erste Mal einen Chickenburger gegessen. Bei Mc's? Junge Martin, da hast du geschrieben, ich habe heute zum ersten Mal einen Chickenburger gegessen. Du hast ihn sonst nie gegessen, weil er aussieht wie Frischkäse. Schwarzes Knöcheltape? Jawohl. Ich mag Knöcheltapes. Oder... Meine Sascha Glow Up, oder? Warte, Sascha Glow Up. Sascha? Ey, es ist voll gut, voll gut. So vom Ding her. Sascha Macher, definitiv. Edin. In den langen Klamotten. Sieht doch. Leider hätte ich bei Edin halt auch keine Vorlage, aber. Passt schon. Die wichtigsten. Ich habe eigentlich spekuliert, dass Edin auch hier in den Stream reinkommt und mich lotsen wird. Alter Martin. Alter Martin. So, okay, ja. Ja, logisch. Das ist halt nur aus Bildern entstanden. Oder Freischnauze. Aber das war halt... Junge. Alter, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, ich nehme diesen einen Schwarzen, der genau die perfekte Kopfform hatte. Und aus diesen einen habe ich einfach das erschaffen. Das war Insta. Oh nein, Edin, jetzt bist du da. Edin. Ich hab... Oh mein Gott, Edin. Kommt's. Ja, es ist ja theoretisch... Also entweder Edin ist komplett unzufrieden. Weil ich muss hier Edin trotzdem... Edin, du weißt ja, wie du damals ausgesehen hast. Machen Edin neu, geht das? Ja klar, einfach einen neuen Spieler erstellen. Haben wir Edin und Edin 2. Edin. So sahst du ja letztes Jahr aus. Oh, ich bin wieder Focus LP. Wo Schärfe, Basti? Edin, so sahst du ja im letzten Jahr aus. Und da warst du ja auch im Chat, wie ich sehe. Heißt, da warst du ziemlich zufrieden. Okay, also entspricht das schon deinem echten Abbild. Machen wir jetzt Edin Glow Up. Oder vielleicht Glow. Oktober. Okay, Edin. So siehst du in FC 25 aus. Glow up oder glow down? Heißer Feger. Schreib dein Birthday mal bei Discord in den Birthday-Chat. Ja. Okay. Also ich finde, es ist ein Glow-Up. Nur leider haben wir deinen Geburtstag nicht gewusst. Mit meiner Facecam? Hä? Deine Hand ist doch nicht verpixelt. Wohl doch.
Korrektur ist am 7. Mai, weil Edin G. und du hast im Mai dir Twitter geholt. Ich bin auch vorhin erst aufgestanden. Das ist sehr gut, Edin. Ja, hier steht 7. Mai. Edin, bist du eigentlich... In welchem Jahr bist du eigentlich geboren? Die haben einfach das Jüngste genommen. Aber du bist ja nicht 19. Edin, dein Geburtstag war das größte Geheimnis auf der Welt, ohne Witz. Aber das schreibe ich mir jetzt auf. Ah, Martin ist... Edin ist ein 2000er, so wie ich. Lol. Deswegen verstehe ich mich so gut mit Edin, weil er nur einen Monat jünger ist als ich. Edin, du hast auf einen Sonntag Geburtstag. Aber nicht. Edin. Ich hab das im Kalender stehen. Ich hab das schon im Kalender stehen. Edin, 6. Oktober. Was? Du bist so ein Keck. Ich kann nicht mehr. Fick dich, Basti. Siehst du? Mein Kalender ist halt Informationsquelle Nummer 1. Ich lache gerade so sehr. So. Ich kann nichts zeigen. Arsch. Achso, es ist gespiegelt. Aber auf jeden Fall steht da Edin. Bruh, Alter. Aber passt doch, scheiß auf Geburt. So, wenn dein Äußeres passt, wenn du damit zufrieden bist, das ist ja das Wichtigste. Ja, der Basti aus FC24, der FC24 auf der Switch-Version gespielt hat, der kannte nicht mal Phil Foden. Wunder, dass er die Loser-Switch-Version gespielt hat. Und dann daran verzweifelte. Ja, Datum ist auch Latte und du bist jetzt halt noch 5 Jahre jünger. Es ist nur zu deinem Besten, Edin. Wenn du fünf Jahre jünger bist, entwickelst du dich dementsprechend auch schneller und besser halt. Hey, Junge. Streams brauchen, um alles. Wo war Phil Foden? Achso, das war bei Edin. Hallo Internet. Okay. Okay. Don't let me down, Remix. Was ist denn jetzt Foden für ein Begriff? Ich bin kein Deutscher. Was ist ein Foden? Ist das Lied... Ist das... Das Lied. Phil Fold. Wer zum Geier ist jetzt Phil Fold? Muss ich jetzt Phil Fold googeln? Oh, Yannick sieht aber schön aus. Don't Alter, down, Remix. Wieso kannte ich den vor einem Jahr nicht? Warte mal, das ist ja Trap Nation. Das ist ja nicht NCS. Alter. Das war ja so ein Bra-Moment. Oh. Ich glaube, ihr habt euch damals auch schon gedacht, what the fuck ist hier los? Er ist Phil Foat. Okay. Ja, 5 Spieler ist auf jeden Fall stabil. Ich
Ich werde dann jetzt mal meinen Sonntag genießen gehen. Und wenn ich mich wieder irgendwann ransetze, dann starte ich, glaube ich, auch einfach den Stream und passt das. Ich habe auch schon sehr viele Tests gemacht, wie das so ist in der Karriere. Übi lässt grüßen vom Augsburger Tor. Das ist gut. Du hast ja den Stream und die Sachen aus Discord. Genau. Aber wenn ich den Stream anmache, kommt ja eventuell jemand rein und dann kann ich genau den, der reinkommt, erstellen. Ich bin so glücklich. Ich bin Deutscher. Wer ist Phil Foote? Guck nur Bundesliga. Was ist eigentlich mit Zidane los? Warum ist Zidane so sauer? Was ist denn los mit dem? Alter, Zidane ist schon wie Pep am Ausrasten. Wer ist Phil Foote? Kannst du bestätigen, dass es eine Hübi-Augsburg-Karriere geben wird? Also eigentlich muss es für die Lore sein, ne? Eine Spielerkarriere. Wird eigentlich einen anderen Plan für eine Spielerkarriere. Aber vielleicht kann man noch zwei Spielerkarrieren machen, aber dann ist es... Wo Dark Basti? Noch nicht da. Aber der wird kommen. Dark Basti muss kommen. Nur hoffentlich ohne Unsichtbarkeitstrick. Dann ist Pep. Er hat eine Glatze. Ja, das ist... Ne? Hier, ich will... Ja, hier. Zidane schreit rum. Aber das Stadion ist leer. Warum schreit er rum? Wen feuert er an? Da ist niemand auf dem Platz. Und der feuert... Der hat irgendwie Halluzination. Zidane ist irgendwie... Jeder hat Handschuhe. Dann ist wieder mal auf Koks. Mit Zidane, was ist denn los mit dir? Okay, ich bin auf jeden Fall sehr hyped und ich würde mal sagen, genießt euren Sonntag noch. Schönen Sonntag noch, Leute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Martin, Edin, Kuss geht raus. Wir haben den perfekten Martin gemacht. Also besser geht es nicht. Man nennt es schon Fotorealismus. Nicht mal KI würde es so gut hinkriegen. Ja, in diesem Sinne, schönen Sonntag, war lustig, definitiv. Und jetzt gehe ich einfach nur sagen, wer zum Fick ist Phil Foote? Und Zidane braucht auf jeden Fall Hilfe. Freue mich auf André mit Großfrisur. Ich mich auch. In diesem Sinne, reingehauen und auf Wiedersehen. Genieß den Sonntag. Schönen Sonntag. Ich will noch, dass Zidane ausrastet. Liebe geht raus. Zidane? Zeigt dann noch irgendwie, aber Zidane ist irgendwie... Zidane? Das war... Er hat so gemacht. Okay, er facepalmt. Okay, nee, ich muss hier raus. Oh, er wird sauer. Zidane wird sauer.